Endlich mal ein Jungfilmer, der auch unterhält mit seiner Kunst. Wie kommt es dazu, dass man gleich mal einen Fernsehvertrag im Sack hat mit dem Abschlussfilm? Wie kommt es dazu? Glücklicherweise, weil wir eine Kooperation haben mit dem Fernsehsender und ein Stoffwettbewerb jedes Jahr ausgeschrieben wird, in dem man tatsächlich, wenn man das Senderprofil trifft, auch gewinnen kann, dass es einen Entwicklungsauftrag gibt. Und da muss man nur überzeugen, indem man halt unterhaltsam genug die Stoffe realisiert. Ja, Sie haben ja auch so einen wirklichen Comical Relief drin, so einen True Blood Moment, wo sich die weibliche Hauptfigur über den Engel, den Namen des Engels. Genau. Also, den Namen Azrael, ja. Wie kamen Sie denn da drauf? War das wirklich von True Blood inspiriert eventuell? Nein, es war nicht von True Blood inspiriert, es war beim Schreiben, dass ich mir einfach dachte, wenn ich das hören würde, in echt, würde ich sofort an die Katze bei den Schlümpfen denken. Das ist Azrael, ne? Und das ist halt so, dass ich einfach beim Schreiben einfach drüber nachdenke, so, was würde ich denken, wenn mir jemand sowas sagt, so. Weil es muss ja irgendwie dann auch gemeint sein, was man dann antwortet. Ja, ist ja eine urspannende Geschichte, aber ihr habt ja wirklich so auch mit dem Cliffhanger aufgehört. Wird es ein Prequel geben oder ein Sequel? Ist schon was geplant? Geplant ist nichts. Ich habe es bei ProSieben erwähnt, als wir den Film dort final vorgeführt haben. Ob das wirklich gemacht wird, hängt natürlich erstmal davon ab, ob die Sendeplätze dafür einräumen, für unseren Film, den wir jetzt schon fertig haben. Und dann wird man weitersehen. Aber ich würde es sehr gerne machen. Ja, dann hoffen wir, dass das klappt. Dankeschön. Ja, vielen Dank.